Frau Schmidt? Ja. Ja. Ich hätte so eine hohe Stimme, ne? Ja, ja. Also weiß ja, habe ich nicht wirklich. Mache ich jetzt nur als Sekretärin. Ach so, ne? Ach so, okay. Ja, ja. Ich hätte es als Sekretärin eine hohe Stimme, ja. Frau okay. Schmidt? Ja. Das ist das Höchste, was du im Volkstheater kriegen kannst. Auftrittsapplaus. Ja. Ja? Und die Laien, die dann weiterrennen. Nein, ich, der aus der Schule Peter Steiner, Henry Wahl und sowas kommt, bleibe natürlich stehen und melke den Applaus. Sehr ja. So, Achtung, jetzt räume ich gleich ab. So, pass auf. Ach, Herr Antrag, geht's wieder zum Diktat? Ja, ganz genau, Frau Schmidt. Ja, ich komme. Zeig, wie ich die Stöckelschuhe spiele. Die Kamera ist zu hoch. Siehst du, weil du wolltest hier große Kameras kaufen. So, jetzt. Ich spiele die Stöckelschuhe. Wir hätten ja. aber auch echte gehabt. Warum hast du denn nicht? Ich habe sie in meiner Größe. 46 gibt's nicht. Ach so, okay, gut. Außerdem ist es besser, wenn ich spiele. Sehe ich aus wie eine Sekretärin? Nee, weißt du, wie du gerade aussiehst? Wie jemand so vom Schüleraustausch, ja, oder? Ja, nee, als würdest du bei AC/DC mitspielen. Aber okay, wir tun mal so, als wär's ein Vibe. So. Ja. Also, Frau Schmidt. Müssen wir das nicht alle immer öffnen? Frau Schmidt, ja, so. Ich muss einen Brief an den Kanzler schreiben. Oh, Kanzler, ich bin so aufgeregt. Den finde ich ja so toll. Habe ich geübt? Haben Sie einen Block? Ja. Mein Onkel war doch Blockwart. Gut, okay. Das ist ein Karlauer, aber den kann man sich nicht entgehen lassen, oder? So. Du hast ja einen Rock bestellt. Soll ich mal die Rocklänge sagen? Komm. Was? Ich du hast gesagt, einen Rock bestellt und hast gesagt, dass man den Faden sehen kann. Nein. Doch, hast du gesagt. Nein, ich habe gesagt, adrette sexy Business-Klamottenlänge. Okay. Also ist okay, ja. So. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Schröder. Sind Sie noch dabei? Ach, nee, ist schon okay. Schon okay. Private Probleme. Echt? Ja, entschuldige mal, 90% Arbeitszeit gefühlt geht damit drauf, dass Mitarbeiter private Probleme mit an den Arbeitsplatz bringen. Ach so, ja. Ja. Gut, da sprechen wir gleich drüber, das ist dringend, nee, der Brief. Nee, sprechen Sie mich nicht drauf an. Der muss heute noch raus. So blöd von mir. Schreiben Sie... Ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht mehr heule. Ja, wenn dann, Sie mich sehen. Dann lassen Sie es doch sein. Der Lieblingsonkel von der besten Freundin von der Bekannten von mir, vier Täufer weiter, muss ins Krankenhaus. Das ist ja so die Problemschwere, die reingebracht wird. Ja. Kann ich da was tun? Mm-mm. Also. Mein Chef... Nee, schreiben Sie. Können Sie nicht so ein bisschen auf und ab gehen? So ja, wie, okay. Aber so ich habe so diese Schuhe. Ja, gut. Ja, aber das tragen heute viele Chefs, weil die eigentlich... Ja, das sieht so aus, als würdest du für ein Plattenlabel aufpassen. Oder als er... Weißt du, wie es aussieht? Es sieht aus, als wärst du der Nachfolger von Andorfer bei RTL 2. Wieso? Ja, so dynamisch börsennotiert und so. Würde mich nicht wundern, wenn Kofler dich auf das Börsenplakat von Premiere nimmt. Weißt du, so dynamisch mit diesen Schuhen? Okay. Es hat was. Es hat was. Mein Chef, Komma. Ja, Mr. Spock. Mein Chef, Komma. Der Dirty Harry, Komma. In Anführungszeichen aber. Ja. Und ich würden uns gerne am Pakt für Deutschland beteiligen. Ja, heißt das Pakt für Deutschland? Ja. Oder ist das Team Arbeit für Deutschland? Nein, das ist der, Sie schlagen einen Pakt für Deutschland ein Pakt. Vor. Ein Pakt. Ja. Für Deutschland beteiligen. Mhm. Ja. Wir beide, Komma, der Tisch Dirty Harry und ich. Den Tisch im Restaurant habe ich bestellt. Für wen? Ich musste für dich den Tisch im Restaurant bestellen, weil du ein Meeting hast. Ach so, okay. Ja. Hast du vergessen? Danke, ja. Danke, Frau Schmidt. Soll ich Ihrer Frau Bescheid sagen, dass heute später wird? Ist jetzt ein Klischee, aber kommt an. Ja. Oder? Das können Sie ja... Oh.
Frau Schmidt, geht's Ihnen gut? Ach, ich habe die Therapie abgebrochen. Das ist jetzt für Castorf, also Freie Volksbühne. So. Ja. So ein, das ist Schiller. Kabale und Liebe, aber eben aktuell inszeniert. Soll ich Ihnen Kaffee holen? Ja, das wäre toll. Aber erst den Brief fertig schreiben. Nein, erst einen Kaffee. Bitte? Ja, kann ich jetzt einen Kaffee haben? Das ist kein also Kaffee. Muss, ja, du Gott. Also ich meine, Brecht, Regel Nummer 1. Wenn in einem guten Stück Suppe gegessen wird, muss die Suppe warm sein. Echten Kaffee. Jetzt tu mal so, als wäre das Kaffee. Nix, tu mal so. Echten Kaffee. Gibt keinen Kaffee. Echten Kaffee. Du scheiß Faschist! Das ist Spitzentheaterprobensprache, ja. Wo man ungehemmt ist, also um Emotionen hochkochen zu lassen. Ja. Sagen Sie mal was Privates, Frau Schmidt. Ja? Wie was Privates? Ja, was Privates. Ach, Sie wissen so von doch. Chef zur Sekretärin. Ach ja, das ist... Sagen Sie... Er hat halt schon wieder so lange nicht mehr angerufen. Ja. Mhm. Tickt nicht eigentlich Ihre biologische Uhr langsam? Sie wissen ja, also nach 40, das sind schon Risikogeburten, ja? Ja, wieso? Ja, wieso? Das ist ein ganz ernstes Thema, ja, dass von dir wieder auf der Suche nach Billiglachern hier in den Schmutz gezogen wird. Nein, überhaupt nicht Billiglachen. Hier zeigt das Foto von Frau Dr. Silvana Koch-Merin von der FDP. Ja. Schau dir das hier an. Mein Bauch provoziert. Ganz genau. Man, dieses Plakat hätte Kohl auch machen können. Ja? Aber das ist wirklich... Ich habe erst gar nicht kapiert, dass sie schwanger ist. Ich dachte, es sei ein Plakat gegen das Rauchen. Wieso? Ja, ich dachte, sie hält sich oben schon die Brust fest und mit der Hand unten verdeckt sie die amputierten Zehen. Ach komm, jetzt hör auf. Ja, wieso beim schnellen Hingucken morgens so am Kiosk? Das ist jung, ja. Dynamisch. Sie ist die erste schwangere Politikerin, die sich so hat fotografieren lassen? Ist sie nicht die erste schwangere Politikerin überhaupt? Nein. Sie ist zumindest die erste schwangere FDP-Spitze. Hat man von Hildegard Hamm-Brücher sowas je gesehen? Nein, auf gar keinen Fall. Und aber ganz verschärft ist, ich weiß nicht, ob das ein Tattoo ist oder drauf gemacht. Wanted. Wanted. Auf den schwangeren Bauch, wanted. Ja. Hätte ich nicht gemacht. Hätte ich abgeraten als Presseberater. Ja, warum? Ich weiß nicht, ich bin ein Western-Fan. Das heißt immer, wanted, dead or alive. Auf den Plakaten. Schreiben Sie, Frau Schmidt. Das kommt so geschmacklich in so eine riskante Nummer, oder? Das hat ihr so dieser Michel Comte, der Starfotograf in Paris, eingeredet. Vielleicht stand sie auch noch unter Schock von dieser Erlebnis auf dem Parkplatz. Was denn? Ja, das ist morgen im Stern, steht im Interview. Sie ist auf dem Parkplatz angekommen und da stand ein Mann und hat in Augenhöhe von ihr onaniert. Ach Gott. Ja. Und seither macht sie Kickboxen. Mhm. Erkennt man einen eigentlich, wenn man so eine Perücke aufhat? Ja. Ja. Lieber Herr Schröder. Das ist so persönlich. Hallo Gerd. Oder Huhu Acker. Werter Herr Schröder. Verehrter Herr Kanzler. Ja, die Anrede haben wir doch schon. Es ist nur ein Zwischenabsatz. Warum jetzt. Bist du so aggressiv? Werter Herr Schröder. Werter Herr Schröder. Auf diesem Wege möchten wir Ihnen mitteilen, dass Sie da unten in Arabien... Das ist diskriminierend, da unten in Arabien. Wieso das denn? Das klingt ja, als wäre es kurz hinter der Ukraine. Da unten. Dass sie südlich unserer Hemisphäre in den arabischen Ländern. Dass sie in den Ländern, in denen der Terrorismus am stärksten bekämpft wird. Ja, okay, sehr gut. Wie Saudi-Arabien. Ja, sehr gut, sehr gut. Schreiben Sie das, Frau Schmidt, sehr, sehr gut. Unsere Züge verkaufen. Ja. Sie machen da einen riesen Job, Ausrufezeichen. Und es sah geil, als die Scheichs verbeucht haben. Mehr davon. PS, Joschka fühlt sich besser. Oder nicht? Ja, woher wollen Sie denn das wissen, Frau Schmidt? Du fällst die ganze Zeit aus der Rolle. Übrigens, das gehört jetzt nicht hierher, aber ich kann es mal kurz zeigen. Clint Eastwood hat ja den Oscar gekriegt, den zweiten Oscar mit 74 Jahren. Ja. Ja. Und das ist Clint Eastwood mit 74. Und es gibt unglaublich viele Leute, die auch ungefähr 74. Bill Ramsey. Ja. Elmar Gunsch.
Janosch. Ja, auch knallfit. So alt wie Clint Eastwood. Ja, ja. So alt wie Clint Eastwood. Ja, er ist so alt wie 74. Ja, war er jemals Dirty Johnny oder was? Nein. Freddy. Was lachst du denn da? Ich lach doch überhaupt nicht. Jeder hat mal keine Probleme haben. Ne? Was, wieso Probleme? Herr Quinn hat doch keine Probleme. Nein, mit der Steuer gehabt. Ach, bitte dich. Dann seine Frau doch, aus Liebe zu seiner Frau, ist da was schief gelaufen. Also verstanden worden. Ja. Der Junge von St. Pauli. Ich habe ihn mal getroffen, er kam auf mich zugestöckelt. Wieso gestöckelt? Ah, der konnte sich Stöckelschuhe leisten. Na, der hat so diese erhöhten Absätze. Ah, wie Prince. 20 Zentimeter, ja, wie Prince. Und hat mal zu mir gesagt bei irgendeiner Veranstaltung, junger Mann, ich nenne Ihnen jetzt mal die Bedingungen, unter denen ich bereit bin, in Ihrer Show aufzutreten. Und seitdem machst du keine Gäste mehr, oder was? Hier, Konstantin von Heeremann. Ja. So alt wie Clint Eastwood. Ivan Rebstoff. Anwalt wollte mich mal anzeigen von ihm. Ehrlich? Ja, weil ich mal behauptet habe, er hat einen Bewegungsablauf wie Pinocchio. Also bitte. Dann habe ich aber eine Unterlassungserklärung unterschrieben, dass ich nicht mehr sage. Das ist auch gut, ja. Er wird immer Winnetou bleiben. Ja. Er kann in noch so vielen anderen Rollen mit der Sprache kämpfen. Er wird immer. Er war der Beste und eigentlich hat er dasselbe Fach wie Clint Eastwood. Ja, aber er sieht ja nur wirklich noch fitter aus als Clint. Muss man auch sagen. Ja. Ja, er könnte auch mal so Million Dollar Baby. Genau, ja. Tough is not enough. Mit freundlichen Grüßen, Manuel Andrack. Nur du? Mhm. Ja, du bist ja der Chef, ja. Ja, also, ja, bitte. Mit freundlichen Grüßen. So, wie ist die Adresse des Bundeskanzlers? CO Kanzleramt Berlin. Hm. So. Was ist? Der Diktat ist fertig. Ja, und jetzt? Kannst du noch mal Beckmann anrufen, meinen Termin am 20.03. absagen? Wieso soll ich deinen Termin bei Beckmann absagen? Ja, du bist doch meine Sekretärin, da kannst du ja wohl einen Termin absagen von mir. Wieso kannst du nicht kommen? Ja, nee, ich... Warum nicht? Ja, Gib's doch zu, warum du nicht hin bist. What? Weil du ein solcher Schnösel bist, weil dir wieder die anderen Gäste nicht passen, die bei Beckmann Nein, sitzen. Nein, das stimmt in dem Fall doch, nicht. Doch, doch, doch. Dann geh doch zu Kerner. Ja. Nur weil du der Einzige sein willst, der dann... Nein, ich sage es nicht. Nee. Warum gehst du denn nicht zu Beckmann? Wer sind denn die Gäste, die noch bei dir sind? Nein, ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Zeit. Ich bin beim Brunch eingeladen, privat. Wo bist du eingeladen? Bei einem Brunch. Was ist denn ein Brunch? Ach, ein Brunch. Ja. Ein Brunch? Was ist das denn für eine drogensüchtige Wohngemeinschaft, die um 17 Uhr, wenn Beckmann aufzeichnet, einen Brunch hat? Um 17 Uhr abends zeichnet Beckmann auf. Dann hätte ich ja Zeit gehabt, dann hätte ich Zeit gehabt. Aber er zeichnet schon an einem Sonntag auf, vor dem Montag. Und da habe ich halt Brunch. Ich komme zu Reinhold. Mich hat er auch eingeladen, ich gehe zu ihm. Sehr gut. Geh du noch dahin am 20. 20. kann ich nicht. Ich gehe auch noch vorher zu Fliege. Ach so. Fliege hat mich heute auch eingeladen. Super. Aber das ist kompliziert. Das ist, da geht es um eine Sendung, die sich mit einem Thema beschäftigt. Ach, das ist wahnsinnig heikel. Frühverrentung, oder? Nein, nein, nein. Es geht im weitesten Sinn um den Tod. Mhm. Aber es wird aufgezeichnet kurz nachdem, das ist ganz, ganz heikel. Auch für mich, wenn ich da sitze, ich muss so tun, als ob dann einer noch lebt. Aber im Grunde... Nein, das ist schon eine Todessendung für einen. Nein, 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 nein. So nach dem Motto, wie die Journalisten, die was rausholen, wenn irgendein Alter gestorben ist. Ja, du meinst so wie die XY-Liste. Ja, genau. Im ersten, wo ja schon vorbereitet ist, 3 Minuten Nachruf. Genau. Den aber viele Künstler nicht sehen durften. Und deswegen stinksauer auf ihren Sender sind. Aber mehr dazu jetzt würde zu weit führen. Oh, tja, meine Damen und Herren. Kommt jetzt Tita von Hardenberg. Ja. Ja, Splatter-Movie hier im ersten. Tita von Hardenberg, Polylux, heute mit den Themen Berlin, 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 wie es leibt und lebt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn Sie Lust haben,
nächsten Mittwoch, unmittelbar nach den Tagesthemen, und versäumen Sie nichts, wenn es heißt Beckmann. Mein Gast heute, Manuel Andrack.